Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur 51. Sendung von Green Foodie TV. Heute wollen wir was ganz Besonderes machen. Wir wollen euch mal unseren Ernährungsplan vorstellen und gleichzeitig ein paar unserer neuesten Gerichte. Denn wenn ihr diesen Ernährungsplan von uns bestellt, bekommt ihr nicht nur eine detaillierte, sag ich mal, konkrete Anleitung, wie man idealerweise auf Rohkost umstellt, sondern ihr kriegt auch noch gleichzeitig unsere besten Rezepte von Green Foodie hier aus unserem Laden an die Hand und wisst ganz genau, wie die zubereitet mit Zubereitungsvideos. Wir haben in der letzten Zeit viel darüber geredet, wie wichtig es ist, sich von lebendiger Nahrung zu ernähren und auf Rohkost umzusteigen. Und jetzt will ich euch natürlich damit nicht einfach alleine lassen und sagen, hier, stellt mal auf Rohkost um. Dann denkt ihr euch, ja, der hat natürlich leicht reden, der steht da in seinem Laden, hat hier sein Kühlregal voller Süßigkeiten, hat seine Pizza, hat alles, was er da braucht, seine Sprossen und. Nur wie soll ich das in den Alltag integrieren? Und da haben wir uns gedacht, wir geben den Leuten ein Tool, ein Werkzeug, um die Rohkost so umzusetzen, dass sie weder Nährstoffmängel haben, dass ihr weder Verzicht hattet, dass ihr, sag ich mal, euch bioklimatisch ernährt, das heißt eine ausgewogene Ernährung habt und die noch an eure Bedürfnisse angepasst ist, je nach Jahreszeit. So haben mein Freund Pfeffers Gische und ich einen Ernährungsplan erstellt, der richtig geil ist, muss ich einfach mal so sagen. Also ich bin richtig stolz, das ist unser Baby und ich glaube, das kann euch da draußen richtig gut helfen, auf Rohkost umzusteigen. Es ist preislich richtig, preiswert. Ja? Wir haben eine Menge Arbeit da investiert. Ich habe meine ganze Recherchearbeit, die ich jetzt in den letzten Jahren betrieben habe, das ist alles da rein verarbeitet. Dieser Ernährungsplan ist so gesehen die Quintessenz, ja, die ganzen Weiterbildungen, die ich gemacht habe und Pfeffers Gische ebenfalls. Wir haben da einen Ernährungsplan zusammengestellt, der euch da abholt, wo ihr seid. Das heißt, wir wissen, ich habe hier einige Erfahrungen jetzt schon gesammelt in diesen anderthalb Jahren mit Rohkost, mit Menschen, wie man sie dazu bringt, dass sie Rohkost vertragen. Ja? Weil viele sagen, ja, ich vertrage Rohkost gar nicht. Aber eigentlich ist es so, dass sie nicht vertragen, was die Rohkost mit ihnen macht. Jeder verträgt Rohkost, nur die Rohkost macht ein ganz süßes, löst ganz süße Prozesse aus. Die Rohkost bringt Licht, im wahrsten Sinne des Wortes, durch das viele Chlorophyll, durch das viele Grün, kommt Licht in den Körper und bringt Licht an dunkle Stellen. Ja? Und da werden auch mal Sachen, Blockaden, ja, werden auch mal, sag ich mal, angegangen. Ja? Und hartnäckige Stauungen oder Verkrustungen werden gelöst. Ja? Ganz, ganz bildlich müsst ihr euch das vorstellen im Verdauungstrakt. Und um das so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir ein Konzept entwickelt, das ich hier seit anderthalb Jahren jetzt erprobt habe und das natürlich auch, wo ich auch mich von vielen anderen Rohköstlern habe belehren lassen, um idealerweise den Umstieg auf Rohkost so zu gestalten, dass man keinerlei Entgiftungserscheinungen hat, keine Kopfschmerzen, keine Bauchschmerzen und allgemein einen sehr, sehr angenehmen Übergang hat, ohne Verzicht. Und das ist das Wichtigste. Denn viele steigen auf Rohkost um und machen viele Fehler. Die Rohkost ist eine Wissenschaft für sich. Ja, besonders hier in unserem Breitengarten ist es nicht so einfach, sich gesund über ein Jahr von Rohkost zu ernähren. Und deswegen ist es wichtig, da ganz bestimmte Nährstoffkomponenten einzubinden, ganz bestimmte Superfoods, ja, ganz bestimmte, sag ich mal, auch Abläufe im Alltag zu haben, die eine gewisse Routine reinbringen und bestimmte Rhythmen, ja, dass man bestimmten Rhythmen folgt. Und all das, was ich in meinen ganzen Videos verarbeitet habe und was ich allgemein auch schon so zum Thema jetzt gelernt habe, steht in unserem Ernährungsplan. Wie läuft's ab? Es läuft wie folgt. Wenn ihr Lust darauf habt, bestellt ihr bei uns einen Ernährungsplan, dann kriegt ihr eine detaillierte Aufstellung für entweder eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen und könnt euch überlegen, ob ihr dazu ein solches Paket nehmt. Ich nenne das Rundum-Sorglos-Paket. Da sind dann alle Superfoods enthalten, die ihr braucht, um zu starten. Ja? Also da ist dann zum Beispiel Moringa selbstverständlich dabei, ganz wichtiger Bestandteil. Dann haben wir Heilerde dabei, dann haben wir Chlorella dabei, meine Lieblingschlorella, Algomet. Ihr könnt verschiedene Chlorellas kaufen, aber diese Algomet ist einfach die beste. Die wird in Glasröhren gezüchtet, da gibt es keine Schwermetalle, keine Belastung. Sie ist ein bisschen teurer, Leute, deswegen kostet dieses Paket hier samt aller Superfoods auch 350 Euro, weil da haben wir wirklich die wertvollsten Superfoods verarbeitet. Aber es lohnt sich, Leute, spart nicht bei eurer Gesundheit, spart bei allen Dingen, aber seid es euch wert. Das hat ja was mit Selbstwertschätzung zu tun.
wenn man zum Beispiel zu Aldi, Penny oder sonst wo einkaufen geht und billigste Ware nimmt und sie in seinen Körper tut, dann sollte man sich fragen, hier, bin ich mir wirklich nur so viel wert? Bin ich mir wirklich nur so viel wert? Spart lieber woanders, Leute, teure Autos, Schuhe, Reisen, Klamotten, was weiß ich was. Nur bitte nicht bei der Ernährung, und das machen wir nicht. Ja? Und da haben wir verschiedenste Superfoods so konzipiert und euch so detailliert beschrieben, auch wie ihr sie einbauen sollt, dass ihr einfach nur ganz einfach das Paket, sag ich mal, bestellt und direkt eigentlich am nächsten Tag oder übernächsten Tag losgehen könnt. Und alles, was nicht in dem Paket ist, findet ihr im normalen Bio-Supermarkt. Das heißt, ihr braucht euch um nichts mehr zu sorgen und zu kümmern und könnt euch einfach hingeben. Gleichzeitig sind wir natürlich jederzeit für euch erreichbar, sowohl telefonisch als auch per E-Mail, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr besondere Bedürfnisse habt. Denn es gibt drei verschiedene Pakete. Es gibt einmal die Gorilla-Box, das ist für Leute, die auf Rohkost umsteigen wollen, aber die es nicht machen wollen, um abzunehmen, sondern allgemein, um, sag ich mal, Muskel aufzubauen oder besser sich zu definieren. Ja? Und für diese Leute haben wir ein Gorilla-Paket zusammengestellt, denn was ist denn der Gorilla den ganzen Tag? Der isst 80% dunkelgrüne Blätter und hat riesige Mega-Muckis. Ja? Natürlich ist es am Anfang immer so, dass auch beim Gorilla-Paket, dass man am Anfang erstmal entgiftet, ja, und einiges an Kilos und Schlacken verliert. Ihr müsst euch vorstellen, im normalen Darm eines herkömmlichen Deutschen sind 8 Kilo, zwischen 8 und 12 Kilo Stoffwechselabfall, Verdauungsreste und irgendwelche Müll, der da erstmal raus muss. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass man erstmal Kilos verliert. Aber ich sage immer den Leuten, die Muskeln zu nehmen, was bringt dir, wenn auf der Waage viel steht, aber die ganze Kacke in deinem Bauch sitzt? Du willst auch einen Armumfang haben, du willst einen Brustumfang haben, du willst Kraft haben für dieses Training. Und genau das erreicht ihr durch diese Gorilla-Box. Da sind gekeimte Sachen dabei, da haben wir Anleitungen für Hummus, da haben wir Anleitungen für Pizza, da haben wir Anleitungen für die idealen, sag ich mal, Protein-Smoothie, da haben wir alles drin. Plus Anleitungsvideos. Das heißt, ihr könnt uns live dabei beobachten, wie wir die Sachen herrichten, nicht mehr mit irgendwelchen Rezepten. Natürlich sind auch ein paar Rezepte dabei. Wir haben noch nicht für alle, ich will jeden Tag ein Video gemacht, aber wir sind da dran, Leute. Wir sind da dran. Ich arbeite das gerade aus. Das heißt, mein Ziel ist es, für jeden Tag euch ein Video bereitzustellen, in dem ihr dann sehen könnt, aha, so und so geht es, mit ein paar Kommentaren, mit ein paar Anreizen. Ja, das ist viel, viel einfacher, als immer diese Rezepte nachzumachen, wenn man noch keine Ahnung hat von Rohkost. Und das Entscheidende hier ist, ihr braucht bis jetzt noch gar kein Dörrgerät. Das heißt, ihr braucht die ganzen teuren Apparaturen nicht. Selbst wenn ihr noch keinen Hochleistungsmixer habt, könnt ihr einen Pürierstab nehmen. Also es ist super easy, die Rohkost, die wir hier probieren, euch näher zu bringen. Das ist wirklich eine richtig einfache Kost. Ja, das ist nämlich, die Gesundheit ist einfach. Ja, sie ist komplex, aber nicht kompliziert. Ja, sie ist komplex, aber nicht kompliziert. Die Natur ist einfach. Und um euch dabei zu helfen, haben wir, wie gesagt, das Gorilla-Paket. Ja, das ist dann, um Gorilla-Muckis aufzubauen. Das Detox-Paket, ja, das ist dann wirklich, um den Körper nachhaltig zu entgiften. Ja, da werden auch was wie basische Bäder werden da empfohlen. Da werden auch sowas wie Einläufe empfohlen und, und. Und das Gesamtprogramm, das hat alles dann detailliert in dem Ernährungsplan beschrieben, wann, wie, wo, wie, was. Und da müsst ihr euch eigentlich nur dran halten und dann geht das wie von selbst. Da gehört dann nur noch eine gewisse Konsequenz dazu, um die Sachen kontinuierlich weiterzubringen, denn dieses Paket ist nicht nur eine Diät, das Paket ist der Beginn einer Ernährungsumstellung. Und jeder, der das mal gemacht hat, der merkt danach, wow, die Lebensqualität, die will ich eigentlich nicht mehr missen lassen und ich brauche Tools, um das in meinen Alltag zu integrieren, und das gibt euch dieses Paket. Und falls ihr besondere Beschwerden habt, besondere Bedürfnisse, Krankheiten etc., dann schreibt ihr mir das in den Beschreibungstext rein. Hier auf der Webseite werdet ihr es finden. In unserem Shop. In unserem Shop könnt ihr natürlich alle Superfoods dann einzeln bestellen, wenn ihr nicht das Komplettpaket haben wollt. Aber wenn ihr, sag ich mal, auf Ernährungsplan geht, klickt ihr drauf, sagt hier spezielle Bedürfnisse, schreibt ihr unten in den Text rein, was ihr gern hättet. Ja? Und dann machen wir euch da die Superfoods, stellen wir euch exakt dafür zusammen, dass sie eure Bedürfnisse erfüllt. Denn ich habe mich mit den Superfoods jetzt mittlerweile seit 3 Jahren so intensiv auseinandergesetzt, dass ich bei jedem so ungefähr ein Gefühl habe, okay, bei dem könnte es passen, bei dem könnte es passen. Ihr könnt mich dann auch anrufen, dann reden wir kurz mal persönlich und dann stellen wir für euch ein individualisiertes Paket zusammen. Das heißt, speziell für eure Bedürfnisse. Was da alles drin sein wird, Leute, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Gleichzeitig, was ihr auf der neuen Green Foodie Karte findet, ist einfach atemberaubend. Da haben wir zum Beispiel diese Lasagne hier, worauf ich richtig stolz bin. Hammerteil, schmeckt überragend und extrem gesund. Ja, da gibt es nichts mehr Ungesundes dran. Wir sind gerade dabei, hier alle ungesunden Bestandteile zu eliminieren. Sei es viel Öl, sei es zu viele Nüsse, die uneingeweicht sind, sei es zu viel Trockenfrüchte. All das, was wir hier schon, die Expertise, die wir gesammelt haben, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, könnt ihr in diesem Paket kaufen.
kaufen und könnt ihr sie kosten und könnt ihr sie fühlen. Ja? Also da haben wir zum Beispiel diese Lasagne. Dann haben wir hier diesen leckeren Burger. Ja? Dann haben wir verschiedene Salate natürlich. Ja? Wir haben einen Sprossen-Keimlingssalat. Wir haben auch gleichzeitig aber Brot. Weil für viele ist es immer ein Problem, zu sagen, hier, ich muss auf Brot verzichten. Müsst ihr nicht, Leute. Wir haben ein wunderbares Brotrezept, was bis jetzt hier jeden, der das gemacht hat, begeistert hat. Es war wirklich Begeisterung. Und wenn ihr diese 4 Wochen mal durch habt, ja, dann könnt ihr auch sagen, hey, ist es was für mich oder ist es eher nichts für mich? Ja? Dann habt ihr die Möglichkeit zu sehen, was Rohkost eigentlich bedeutet. Denn viele haben Vorurteile, haben vielleicht mal 1-2 Tage Rohkost probiert, aber da haben sie keine Veränderung gemerkt. Urs Hochstrasser sagt, hätte ich nur 4 Wochen Rohkost gemacht, hätte er abgebrochen. Hat er 8 Wochen gemacht, hat er gesagt, das ist die beste Ernährung der Welt. Denn am Anfang sind es Entgiftungserscheinungen. Da muss der Körper sich erstmal umstellen von seiner Verdauungseid, von einer Gärverdauung auf eine Enzymverdauung. Ja? Und um all das zu unterstützen, haben wir natürlich spezielle Superfoods eingearbeitet. Also bis jetzt war jeder sehr zufrieden, der das hier gemacht hat. Und alle, für die hier in der Nähe wohnen, den kann ich nur empfehlen, kommt mal vorbei, ja, auch für alle anderen, und testet mal die Gerichte. Kommt mal vorbei, probiert mal diese Lasagne hier, probiert mal diesen Sprossensalat, probiert mal das Brot, probiert die Kuchen aus. Also wir haben eine ganze Palette. Wir können alles ersetzen mittlerweile, was so in der alltäglichen Ernährung drin ist, und geben es euch als Werkzeug mit nach Hause. Falls ihr Bock bekommen habt, meldet euch, schreibt uns so hier unten an, geht auf unsere Seite www.frankfurt.greenfoodie.de. Da gibt es einen Button, der heißt Ernährungsplan bestellen, da klickt ihr drauf, da habt ihr die Auswahl. Falls ihr Fragen habt, schreibt es unten in den Ernährungstext, in den Text rein, und dann finden wir für euch die richtige Lösung, damit ihr auf Rohkost umsteigen könnt. Denn Leute, vegane Rohkost ist die Zukunft, ist die Ernährungsweise der Zukunft, ist die Ernährungsweise der Vergangenheit und sollte auch die Ernährungsweise der Gegenwart werden, wenn wir da alle zusammenarbeiten. Ja, besonders wenn wir uns mal den Planeten anschauen. Ich habe mir gestern wieder den Film, Hope for All angeguckt, und meine Frau hat so bitterlich geweint neben mir, als sie die Augen von den ganzen Tieren gesehen hat, die da in der Massentierhaltung geschlachtet werden, die in diesen Tier-KZs da vergewaltigt, geschlagen und umgebracht werden. Das sind so entsetzliche Bilder. Ich werde hier noch ein paar Bilder einarbeiten, weil das ist wirklich, was mein Herz wieder berührt hat, wo ich gesagt habe, ey, dafür lohnt es sich, jeden Morgen aufzustehen, hier in den Laden zu kommen, diese Videos zu machen. Auch wenn einer von euch nur vegan dadurch wird oder anderen ansteckt, Leute, ihr seid die Helden des Alltags. Genau durch sowas werden wir Helden. Und wenn ihr euch das Video anschaut, dann werdet ihr merken, ey, das, was ich mache, ist die richtige Entscheidung. Und meine Ernährung umzustellen ist so eine starke Entscheidung, die so viel Auswirkung für die Welt hat, für den Hunger. Ja? Schaut euch die verhungernden Kinder in der Welt an. Das hat mit unserem Fleischkonsum, unserem Milchproduktekonsum zu tun. Das sind wir, die das verursachen. Wir essen diese Kinder auf. Schaut euch die ganzen Ressourcen, schaut euch den Regenwald an. Es gibt so viele Gründe, seine Ernährung umzustellen. Schaut euch die Umweltbelastung an, mit der ganzen Gülle, mit dem ganzen Methan. Ja, also 1 Kilo Fleisch sind 120 Autobahnkilometer. Ja, das sind erschreckende Statistiken, die wir da anhäufen und die wir gar nicht hier sehen. Wir sehen hier nur die Resultate teilweise. Wir sehen nur die großen Stürme, wir sehen die Hitzewellen, wir sehen die verschiedensten, ja, Mutter Erde, die denkt sich, die ganzen Tierseelen, ja. Also wenn ihr mal diese KZs euch anschaut, da sind so viele Tiere, die tagtäglich ihr Leben lassen. Ich glaube 63 Millionen waren es im Jahr, die wieder hinrichten. Ja, das sind Hinrichtungen und das sind grausame Bilder, Leute. Wenn ihr euch das mal wieder vergegenwärtigt, dann merkt ihr auch, diese ganzen Seelen, die steigen dann auf und gehen zur Mutter Erde und sagen, Mama, guck mal, was diese Menschheit mit uns macht, bitte mal, hilf uns doch, was können wir dagegen tun? Und die Mutter Erde wird böse und schüttelt sich langsam und rüttelt uns langsam wach, Leute. Und wir sollten das auch ernst nehmen, diese ganzen Symptome, die kranke Erde uns zeigt, Leute, sonst ist es bald mit der Spezies Mensch, geht es den Bach hinunter. Ja? Nur weil es uns in den großen, Zentren, in den europäischen Wirtschaftszentren und in Amerika noch nicht so eiskalt erwischt, weil wir hier noch verhältnismäßig Glück haben, heißt es nicht, dass in Zukunft so bleiben wird, Leute. Und wenn wir da nichts ändern und weiter der Regenwald abgerodet wird, die Meere verschmutzen, die ganzen Tierseelen umgebracht werden, dann kommt es irgendwann auf uns zurück. Wir hatten es in der letzten Sendung, das sind karmische Ketten. Dass jeder von uns hat ein Karma und wir haben ein kollektives Karma. Und das gilt es jetzt aufzulösen, ja, durch Licht und Wahrheit da reinzubringen und sich nicht davor zu schämen und sich zu bekennen. Deswegen, Leute, ich danke euch so, dass ihr eure Ernährung schon umstellt. Jeder von euch hat so einen riesen Einfluss auf dieses Weltgeschehen. Und dass ihr das annehmt und dass ihr da verständnisvoll auch anderen Leuten es probiert näher zu bringen. Habt keine Angst mehr davor. Redet darüber, konfrontiert andere damit. In Liebe Kontra geben, in Liebe Kontra geben. Ja? Zu sagen, hey, guck mal, schau dir mal den Film an. Willst du nicht mal hinterfragen, wie du dich ernährst? Guck mal, das ist so. Auch wenn die anderen aggressiv reagieren, schämt euch nicht, habt keine Angst davor und steht dazu.
Vielen Dank, Leute, falls ihr Bock auf die Umstellung habt. Wie gesagt, bestellt euch das Paket, kommt hier bei uns in den Laden. Es gibt richtig leckere Sachen hier, richtig lecker. Verzicht, es geht nicht um Verzicht, es geht um Fülle. Es geht um Ekstase, es geht um Genuss. Der Genuss verbindet uns, Leute. Und wenn ihr hierher kommt und es probiert, dann werdet ihr sehen, das Ding, das schmeckt. In diesem Sinne,